Ja, seid grüßt auf dem Pondberg-Kanal, eurem Kanal für gepflegte Kräuterinformationen. Heute möchte ich nur mal kurz ein bisschen im Detail ausführen, wieso das Luftpumpen bei kühlen Temperaturen beim Anlauf weniger Luft bringen als bei höheren Temperaturen. Ich habe schon gesagt, tiefere Temperaturen und Anlauf. Wenn wir eine Pumpe einschalten und sie ist jetzt im Raum, dann hat sie erstmal Zimmertemperatur. Sagen wir mal 20 Grad. Und wie funktioniert so eine Membranpumpe? Haben wir auch hin und wieder schon mal angerissen. Es gibt eine Art Stößel, hier mal symbolisch der Stößel. Und am Ende sitzt die Membran hier und auch hier auf beiden Seiten. Und der Stößel bewegt sich jetzt etwas. Also eine kleine Auslenkung, aber 50 Mal pro Sekunde, das heißt im Takt der Netzfrequenz, also was aus unserer Steckdose kommt, sind 50 Hertz. So. Und wenn wir jetzt eine Pumpe neu einschalten, wir haben hier den Stößel, der aus Metall ist, und haben hier die Membran, die aus EPDM-Gummi ist. Dann ist es einfach so, das Gummi hat 20 Grad, bewegt sich hier so und mit der Bewegung, wenn das jetzt ein Weilchen läuft, einige Minuten bis Stunden, dann wird das Gummi natürlich wärmer. Es erwärmt sich durch die Bewegung, durch die Reibung. Das heißt, von 20 Grad kann das locker mal hochgehen auf 40, 50 Grad. Und wenn dieses Gummi wärmer ist, jetzt könnt ihr es euch vielleicht locker vorstellen. Wenn das wärmer ist, dann wird sich Gummi, das wärmer ist, einfach ein bisschen mehr dehnen. So, und wenn ich jetzt mit der gleichen Kraft sozusagen eine stärkere Auslenkung, ich übertreibe jetzt absichtlich mal, mit der gleichen Kraft ungefähr eine stärkere Auslenkung erreiche als zuvor mit der kleinen Auslenkung, dann wird mehr Luft bewegt, weil dahinter ist eine Luftkammer, wo Luft reingedrückt wird. Habe ich eine kleine Bewegung, habe ich wenig Luft, habe ich eine starke Auslenkung, wird mehr Luft komprimiert. Das heißt, je wärmer diese Membran wird, umso mehr Luft wird auch komprimiert, wird bewegt, gibt es am Ende Ausstoß an der Luftpumpe. So, und deshalb habe ich auch schon mal gesagt, wenn ich jetzt einen Luftpumpentest mache, dann lasse ich die Luftpumpe im Normalfall warm laufen. Das heißt, schalte ich die ein, mache eine Messung, kriege ich ein Ergebnis, messe ich nach einer halben Stunde oder Stunde nochmal, dann weicht das Ergebnis etwas ab. Und zwar nach oben. Der Stromverbrauch geht noch etwas hoch durch die Wärme und die Luftmenge geht noch etwas hoch durch die Wärme. Ja? Also dieses Szenario können wir jederzeit nachstellen, indem er eine Luftpumpe, eine Membranpumpe nimmt, die einfach jetzt so stand, die nicht in Betrieb war, schaltet die ein, guckt auf euer Strommessgerät oder wenn ihr einen Flowmeter habt, auf den Flowmeter, wie viel Luft da rauskommt. Und dann wird er sehen, dass die Ergebnisse direkt nach dem Einschalten im kalten Zustand und die Ergebnisse nach einer Stunde etwas voneinander abweichen. So. Und dieser Effekt, dieser Grundeffekt, den haben wir auch zwischen Winter und Sommer. Also im Winter, wenn ich Außentemperatur 0 Grad habe oder darunter, erwärmt sich natürlich die Membran auch etwas, aber nicht so stark wie jetzt im Sommer. Also einfach dieser Temperaturhub ist vielleicht ungefähr gleich, die Differenz, aber einmal komme ich von 0 Grad und ein andermal komme ich vielleicht von 40 Grad Außentemperatur. Das heißt, da kann ich schon mal eine Differenz von 40, sagen wir mal 50 Grad haben, wenn ich minus 10 Grad habe. Die haben wir schon mal in Deutschland im Winter und plus 40 im Sommer. Dann habe ich da 50 Grad Differenz. Diese 50 Grad Differenz von der Außentemperatur, die wirken sich natürlich auf die Membran aus. Und deshalb habe ich genau diesen Effekt, dass ich im Winter aus der Luftpumpe etwas weniger Luft rausbekomme und im Sommer etwas mehr. Es ist jetzt aber nicht so, dass ich da irgendwas geschenkt bekomme oder drauflege, sondern in diesem kühleren Zustand verbraucht die Luftpumpe auch wieder ein paar Watt weniger.
Und in der großen Hitze im Hochsommer geht der Stromverbrauch etwas hoch. Von daher ist es wieder ungefähr linear. Also ich habe keinen Gewinn an Effizienz im Sommer im Vergleich zum Winter oder umgekehrt, sondern ich habe einfach unterschiedliche Ausstöße an Luft und der Stromverbrauch geht entsprechend etwas hoch oder runter. Ich habe es schon mal erwähnt, das kann man natürlich jetzt nicht pauschal und nicht für jede Pumpe gleich benennen, aber so Pi mal Daumen zwischen Winter und Sommer könnt ihr mal eine Luftmengendifferenz von etwa 10%, so grob als Faustformel annehmen, kalkulieren. Wieso ist es wichtig? Ist es überhaupt wichtig? Das ist nicht für jeden wichtig. Also Wissen schadet erstmal nicht, sondern Wissen bildet. Also diesen Umstand zu kennen, ist schon mal gut. Punkt 1. Punkt 2 ist, ich hatte neulich einen Fall, da hieß es, ja, im Winter bewegt sich irgendwie mein Helix nicht so richtig. Und dieses Helix ist Moving Bed, also belüftet mit einer Luftpumpe. Und sehr wahrscheinlich ist in diesem Fall eben die fehlenden 10% Luft, die eben dafür sorgen, dass sich das Helix weniger gut bewegt. Und der nächste Aspekt sind die Leute mit Luftheber. Da ist es das gleiche in grün, dass dann im Winter eben etwas weniger Luft aus dem Luftheber dem Luftheber zugeführt wird und entsprechend die Umweltrate etwas zurückgeht, was aber gerade im Winterjahr oft sogar gewünscht ist und überhaupt kein Problem ist. Man muss eben nur die Zusammenhänge kennen. Ja, ich denke, es ist somit klar geworden. Wenn ihr dazu noch eine Frage habt, irgendeine Anregung, einfach unten rein ins Kommentarfeld. Lasst doch gerne einen Daumen hoch da, wenn es euch was gebracht hat, wenn ihr noch kein Abonnement habt. Macht doch gerne eins mit der Glocke dran und alle Benachrichtigungen. In dem Sinn, bis bald. Ciao.